Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Manuela und ich sind heute live für euch und sprechen über die Traumata bei Tieren. Manuela, du bist ursprünglich Hundetrainerin, aber du bist nicht nur Hundetrainerin, sondern du machst ganz viel mehr. Magst du uns mal kurz erzählen, was du machst und wie du da hingekommen bist, sozusagen? Ja, also, ich bin die Manuela. Hallo an euch alle. Ich bin tatsächlich erstmal Hundetrainerin nach Uli Reichmann, aber ich trainiere keine Hunde, ich lebe mit Hunden. Das ist ganz wichtig und ist auch für mich wichtig zu erwähnen. Dann, genau, habe ich jetzt bei der Anke eine Cosmic Healing Ausbildung gemacht und habe mich jetzt auf Tiere spezialisiert und da wieder auf Schock und Traumata bei Tieren löschen bzw. bearbeiten. Aber natürlich auch alles andere, was mit Tieren zusammenhängt. Und ich bin Stefanie, ich bin Tierkommunikatorin, ganzheitliche Tierkommunikatorin. Wir haben uns bei dieser genannten Ausbildung kennengelernt und wir arbeiten ein bisschen ähnlich. Wir haben uns angefreundet und wir haben festgestellt bei unseren Sitzungen, dass wir super geniale Ergebnisse haben, richtig? Ja, kann ich nur bestätigen. Ja. Ob das traumatisierte Tiere sind, kranke Tiere sind, Tiere mit einer Verhaltensauffälligkeit, die ein bisschen oder für die Menschen irgendwann nicht mehr tragbar ist, oder es gibt so viele Möglichkeiten, haben wir festgestellt, dass die Ergebnisse so hervorragend sind, dass wir in die Kooperation gegangen sind und wir haben sogar vor, es ist angedacht, dass wir eventuell einen Workshop gemeinsam machen, um eben ja, Tieren und ihren Menschen auch zu unterstützen und zu helfen, dass das Leben wieder harmonischer wird. Ja, ich habe bei mir auch festgestellt, dass die Tierkommunikation super genial hilft. Das ist keine Frage. Dass ich mit meiner Energiearbeit auch den Tieren sehr, sehr gut helfen kann. Aber das ist ab einem bestimmten Zeitpunkt erstmal gibt es eine Grenze, beziehungsweise es kann sein, dass dieses unerwünschte Verhalten sich wieder einstellt, also dass es nicht von Dauer ist. So, und mit dem, was wir jetzt an neuen Werkzeugen uns angeeignet haben, haben wir festgestellt, dass wir das tatsächlich durch alle Ebenen, durch alle Zeiten richtig dauerhaft machen können. Ne? Dem kann ich mich nur anschließen, ja. Das ist ziemlich genial. Wir gehen in die Praxis jetzt und wir können natürlich viel erzählen. Das ist immer so schön, was wir alles erzählen können, was alles passiert und wie das alles geschieht und alles. Aber ich denke, für euch da draußen, das Spannende ist eigentlich mitzuerleben, was wir genau machen und was da alles so passiert. Und dann habe ich ein Pferd eingeladen zu uns mit einem bestimmten Thema. Eva, herzlich willkommen. Das ist Hallo. schön, dass du dich zur Verfügung stellst. Du hast dein Rapaz mitgebracht. So Ja. heißt er. Französischer Name von einem Pferd aus der Nähe von Oldenburg ursprünglich, wo ich jetzt gerade sitze. Genau. Eva, magst du uns kurz schildern, warum du heute bist? Was ist das unerwünschte Verhalten oder das Trauma oder was ist das Problem, was dich am meisten bei Rapaz stört? Wir waren vor knapp 2 Jahren ausreiten und dann hat jemand im Wald sich einen unglaublichen Scherz erlaubt. Er hat nämlich jemanden zum Geburtstag überraschen wollen und hat das Alter mit 2 großen Heliumballons in den Wald gehängt. Die kennt ihr vielleicht, diese großen silberfarbenen fluoreszierenden Ballons? Ja. Und wir sind um die Ecke gebogen und konnten es beide nicht recht zuordnen in der ersten Sekunde. Also diese Ballons hingen da im dunklen Wald. Und ich habe gedacht, was ist denn das? Und er hat gedacht, was ist das? Und dann habe ich realisiert, was es ist und sage, okay, Ballon, nicht gruselig. Er sagte, scheiße, gruselig.
Und dann dachte ich, okay, ich steige ab und ich zeige es dir. Und er dachte sich, keine gute Idee, geht mir alles viel zu langsam, drehte sich um und in diese 180-Grad-Wendung war ich im Absteigen schon begriffen und ja, dann hat er mich verloren und hat aber auch gar nicht gemerkt, dass er mich verloren hat und ist stantepede Richtung Stall gelaufen, quer durch den Wald. Wir sind uns dann nochmal begegnet und ich habe auch dann gerufen, aber er war einfach im Fluchtmodus, völlig. Und ich habe ihn dann kurz vorm Stall, ja, erwischt, da war ein Zaun, da ist er dann nicht drüber. Er ist kein Springpferd, sondern ein Dressurpferd. Und dann, er hatte sich nicht verletzt, Gott sei Dank, und war dann auch, ich, ja, vermeintlich okay. Ich habe ihn dann im Wald noch ein bisschen geführt, habe ihn dann zurückgeführt zum Stall, bin in die Halle, bin noch mehr aufgestiegen. Wir sind dann noch mehr geritten und es war dann soweit auch okay. Aber es hat sich trotzdem was manifestiert bei mir und auch bei ihm, weil wir seither keine wirklich schönen Ausritte mehr hatten. Und das war früher unsere Domäne. Also es gab faktisch nichts im Gelände, wo er sich erschrocken hätte oder ich mich erschrocken habe, gar nicht. Also wir waren beide, er war Joe cool und ich war auch cool. Und ja, das ist uns völlig abhanden gekommen und ich vermisse das sehr. Wir gehen seither viel spazieren, aber reiten, zumindest diese großen Ausritte, habe ich seither nicht mehr gemacht. Ja. Gut. Also, es war ein Unfall. Er hat sich tierisch erschrocken. Da ist sicherlich ein Trauma in dem Moment entstanden. Dann würde ich sagen, mach's dir bequem, entspann dich, liebe Eva. Und ich gebe Manuela dann das Wort. Hallo Eva, grüß dich. Hallo Manuela. So, inwieweit kennst du dich mit Energiearbeit aus, mit energetischer Arbeit aus? Meine einzige Erfahrung mit energetischer Arbeit ist seit etwa knapp 2 Jahren die Arbeit mit dem Tensor. Und jetzt bin ich seit Februar bei Stefanie in dem Kurs für Tierkommunikation. Ah, wunderbar. Dann haben wir schon mal eine sehr gute Ausgangsbasis. Dann kennst du die Pyramide. Wo ich Dann aber gleich zur Pyramide, wo ich laut Stefanie zwar schon drin war, ich mich aber noch nicht so bewusst da drin gefunden habe. mach gar nichts. Alles gut. Ich führe dich jetzt durch diesen Prozess durch. Das heißt, ich nehme dich mit. Ich werde dich in dein Pferd hineinbringen. Also hier geht es jetzt nicht um Tierkommunikation, genau. Es geht jetzt darum, dass du der Stellvertreter bist für dein Pferd und dass wir uns genau diese Schocksituation, die du jetzt gerade erzählt hast, nochmal kurz ansehen. Damit wir schauen, ob da ein Standbild ist oder ob da immer noch ein Video abläuft. Also so wie bei der kaputten Schallplatte, dass immer und immer das Gleiche abläuft. Und dann löschen wir im Prinzip dein Trauma und das von deinem Pferd nämlich gleich mit. Bin begeistert. Du wirst einige, sage ich mal, einige kleine Evas dort finden. Und es wird wahrscheinlich auch einige Rapas dort sein. Habe ich das richtig ausgesprochen? Genau. Da passt. Okay. Genau. Und dann schlagen wir heute zwei Fliegen mit einer Klappe. Boah, das wäre so großartig. Das wäre ganz wunderbar. So, und dann bitte ich dich jetzt mal, dir es bequem zu machen. Ich bin bequem. Und dann machst du bitte mal deine Augen zu. Und dann kommt jetzt, ich reinige dich jetzt erst einmal, okay? Einfach mal zuhören. Ich mache jetzt einfach den Anfang und wenn ich von dir wieder was wissen möchte, dann frage ich dich, okay? So, ich nehme dich jetzt als allererstes mal mit in die Pyramide. Ich bin bei dir. Ich nehme dich jetzt an der Hand. Stell dir vor, ich bin bei dir, ich nehme dich an der Hand. Und wir beide lassen uns jetzt in die Pyramide ziehen. Stell dir vor, dass du magnetisch bist und dass es uns beide wie mit einem Magneten in die Pyramide zieht. In unseren wunderbar großen Schutzraum. Und wenn du in deiner Pyramide angekommen bist,
dann darfst du dich da jetzt einfach erstmal auf diese Kristallliege legen oder auf jede andere Liege, die du auch in deiner Pyramide findest. Da darfst du es dir jetzt erstmal bequem machen. Und ich reinige uns jetzt erst einmal mit allen Farben, Frequenzen, Schwingungen, Möglichkeiten und Klängen, dass alles abfließt, was wir mitbringen aus unserem Gespräch, auch von den Themen vorher, was wir nicht brauchen, sodass wir uns ganz klar auf dein Thema und das deines Pferdes und das, was es dafür braucht, fokussieren können und sich nichts Fremdes einmischen kann. Ich bitte dein und mein geistiges Team, aber auch das Team von deinem Pferd, uns alles zufließen zu lassen, einzuladen, wen oder was es braucht für dieses Thema, die uns unterstützen. Und das flute ich jetzt noch einmal mit allen Farben, Frequenzen, Schwingungen und Möglichkeiten. Dann bitte ich um eine Neujustierung für dich und dein Pferd und Ordnung auf allen Ebenen. Ich bitte darum, dass dienliche Verbindungen aktiviert werden, dass ein Lichtkanal von der Quelle zur Erde und zum Körper aktiviert wird. Ebenso ein Lichtkanal von der Quelle zur Erde, zum Körper, auch zu deinem Pferd. Und eine perfekte Verbindung zwischen dir und mir und zu deinem Pferd. Und jetzt atme bitte dreimal tief in deinen Körper ein. Und so sagen wir ihm, dass er all seine Zellen öffnen darf, damit Heilung geschehen kann. So, und jetzt stell dir bitte vor, entweder du nimmst jetzt drei, vier tiefe Atemzüge und lässt dich einfach in dein Pferd hineinsinken, indem du dir vorstellst, du liegst auf seinem Rücken und du sinkst einfach hinein. Oder irgendwo an deinem Pferd ist ein kleines Loch. Du verkleinerst dich und gehst dann einfach durch dieses Loch hinein. Und hinter dir schließt sich das Loch wieder. Und wenn wir fertig sind, öffnet sich das aber auch wieder und du kannst wieder heraus. Nimm das, was für dich besser passt. Und wenn du in deinem Pferd in Rapos angekommen bist, dann sagst du mir das bitte. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Ich wollte jetzt durch das Loch. Das scheint mir nicht zu funktionieren. Ich würde mich jetzt mal einfach drauflegen, oder ich stelle mir das vor, dass ich mich auf ihn drauflege, ja? Ja, genau. Mir nicht sicher, ob ich drin bin. Also liegen tue ich auf ihm drauf, das ist schon mal klar. Dann leg dich weit. Genau, und dann versuch einfach mal, dass auf seinem Rücken ein ganz, ganz großer, wie soll ich sagen, doch ein ganz großes Loch ist. Du lässt dich praktisch durch dieses Loch dann einfach hineinsinken und hinter dir schließt sich dieses Loch wieder. Okay, ich stelle mir jetzt vor, dass ich in ihm drin bin. Ja, ganz genau. Allein deine Vorstellung reicht. Okay. Gut. So, und ich spreche dich jetzt als Pferd an. So, Rapos, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ein bisschen unsicher. Okay. Schau dich doch bitte mal um. Wo bist du denn jetzt gerade? In meiner Box. Okay, kannst du mir mal sagen, was du alles siehst? Mein Heunetz und die Boxenwände und ein Fenster habe ich da. Ja, genau. Und auf die Stallgasse kann ich auch rausschauen. So, lieber Rapos, dein Frauchen hat mir erzählt, dass ihr eine unschöne Begegnung hattet mit zwei großen Ballons, die im dunklen Wald waren. Dein Frauchen wollte absteigen, wollte sie dir zeigen und du bist in Panik davongerannt. Kannst du mir das bestätigen? War das so? Ja. Ja? Kannst du dir vorstellen, mit Eva, deinem Frauchen, dann noch einmal hinzugehen, wenigstens ganz, ganz kurz,
Ich möchte mit euch diese traumatische Situation auflösen, so dass es dir hinterher wieder besser geht, deinem Frauchen auch, und dass ihr hinterher wieder beide mehr Lebensqualität habt. Das war schon gruselig. Ja, genau, das glaube ich dir auch. Wir sollten da allerdings noch ein einziges Mal kurz hin. Du musst nicht mehr in die Situation rein, aber wir müssen dahin. Glaub mir, da hat's ganz, ganz viele kleine Rapos stehen. Die warten nur drauf, dass sie wieder zu dir können. Okay. Wir sind alle in diesem Schockmoment einfach da stehen geblieben. Das heißt, dein Körper ist im Moment nicht vollständig und der von Herrn Eva nämlich auch nicht. Okay. Traust du dir das zu? Ich bin bei dir. Die Eva ist bei dir und ich weiß ja nicht, vielleicht hast du einen guten Pferdefreund oder eine gute Pferdefreundin, weil die könnten wir auch mitnehmen. Nee, das reicht schon so. Ja, ist das in Ordnung? Okay. Dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Die Eva nimmt dich jetzt mit in Richtung Wald. Wir laufen dahin. Wird nicht Okay. geritten, ja? Okay. Genau, wir laufen einfach dahin, okay? So, und dann darfst du mir jetzt mal sagen, wo du gerade jetzt bist, bitte. Denn ich kenne mich da ja nicht aus. Das heißt, du musst mir jetzt ein bisschen helfen, damit wir jetzt zusammen dahin kommen, zu diesem Wald. Okay. Gut, wir gehen jetzt über die große Wiese. Und dann gehen wir in den Wald rein. Okay. Genau. Und gehen jetzt da einfach mal ein Stück dorthin und den Weg entlang und biegen jetzt ab nach rechts. Ja. Und da gehen wir weiter. Und jetzt gehen wir den Berg runter. Und jetzt gehen wir drüben wieder hoch und dann kommen wir langsam an die Stelle. Okay. Wenn du dich jetzt davor gruselst und du fürchtest dich im Moment, dann bleib erst mal stehen. Bleibt erst mal beide stehen und atmet mal bitte ganz tief durch, okay? Weil ihr müsst euch jetzt tatsächlich etwas stellen, was im Moment nicht angenehm ist. Aber ihr müsst nicht mehr in die ganze Situation rein. Aber wir müssen dahin. In dem Fall wirklich müssen. Aber ihr braucht keine Angst haben, es passiert euch wirklich gar nichts. Und Okay. denkt, ich bin immer noch bei euch, ich helfe euch. Okay. Nehmt euch beide an der Hand. Und ich nehme dich, Rapos, einfach in dem Fall energetisch an deinem Fürstrick. Die Eva läuft mit. So, können wir uns dem langsam nähern? Ihr könnt auch ein ganzes Stück davon wegbleiben. Wir müssen nicht bis dahin. Wir waren auch damals ein ganzes Stück weg. Okay, dann gehen wir doch noch mal bitte bis dahin. Okay. So. Jetzt sag mir mal bitte, ob da immer noch ein Film abläuft, so wie eine alte Schallplatte, die kaputt ist. Ob für euch beide da ein Film abläuft. Immer und immer wieder das Gleiche. Ja, da hängt einfach diese Null. Die hängt So. da und schwebt wie ein Geist in der Landschaft. Es ist Genau, jetzt alles sag mal bitte finster. ganz laut, stopp. Du musst es nicht mehr erleben. Okay. Stopp das. Du darfst wirklich jetzt richtig mit Schmackes stopp sagen. Stopp. Ja, halt den Film an. Okay. So, haben wir jetzt schon ein Standbild? Ja. Genau, wunderbar. Jetzt können wir nämlich tatsächlich weitermachen. Weil solange dieser Film läuft, läuft er immer und immer wieder weiter. Wie eine kaputte Schallplatte. Und ihr habt diesen Film nämlich immer im Kopf. Er läuft bei euch immer und immer wieder ab. So. Und jetzt bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du da wahrscheinlich mindestens ein oder zwei Evas finden wirst, die natürlich jünger sind wie du, die genau in dem Alter sind, wie du damals warst, vor 2 Jahren. Und dass da auch einige kleinere
Pferde sind, beziehungsweise Jüngere. Weil ihr seid jetzt 2 Jahre älter, wenn ich mich richtig entsinne, und dass da mehrere kleine Rapos stehen. Und die stehen eigentlich im Prinzip alle da und warten, dass sie wieder zu euch kommen dürfen. So, jetzt machen wir erstmal Pferd. So, lieber Rapos, jetzt geh mal bitte zu den Kleineren hin. Sprich mal bitte ganz vorsichtig mit ihnen und sag ihnen, dass es dir leid tut und dass du auch gar nicht wusstest, dass sie da sind. Und schau, bitte. Ja, und ich sehe eigentlich, das sind gar nicht so viele. Das macht nichts. Okay. Geht nur darum, dass du wirklich versuchst hinzugehen, leise mit ihnen reden, weil wenn du jetzt hingehen würdest und sie hinten irgendwo an der Flanke anstupst, dann erschrecken sich die. Weil überleg mal, wenn du einen Schock, ein Trauma hast, du kriegst erst mal gar nichts mehr mit, du bist wie versteinert. Die müssen jetzt erst mal merken, dass du da bist. Und darum reden wir erst mal mit denen und sagen denen ganz vorsichtig, hey, ich bin's. Hallo, Rapaz ist da, der große Rapaz. Ja, genau. Ja. Schau mal, können die dich wahrnehmen, die Jüngeren? Ich meine, sie schauen. Okay. Ich flute euch jetzt mal mit allen Farben, Frequenzen, Schwingungen und Möglichkeiten, mit allem, was es jetzt braucht, auf all euren Ebenen, dass die Jüngeren Rapaz dich wahrnehmen, dass sie sich umdrehen können. Und dass sie auch tatsächlich merken, du bist da, du möchtest sie wieder mitnehmen. Jetzt schau mal, was passiert. Die kommen irgendwie rein. Oh, die kommen wo rein? In, also, In deinen Körper? ja. Ja, lass sie rein. Lass sie rein, lass sie reinsteigen, wo sie auch immer möchten bei dir. Die wollen sich wieder in dir integrieren. Die haben eigentlich nur darauf gewartet, dass du kommst. Und dass die wieder in dich gehen dürfen, dass du wieder vollständig wirst. Okay. Lass sie in dich rein. Und während sie in dich reingehen, flute ich euch mit allen Farben, Frequenzen, Schwingungen und Möglichkeiten und mit allem, was es braucht, damit alle jüngeren Rapas in den großen, älteren hineinpassen, wieder komplett integriert werden dürfen und den Raum bekommen, den sie in deinem Körper brauchen, damit du wieder vollständig wirst. Gut. Sind, glaube ich, alle an Bord. Ja, schau dich bitte aber noch mal um. Vielleicht sitzt noch in irgendeinem Gebüsch einer, im Gras vielleicht, am Waldrand, hat sich vielleicht auch klein gemacht. Nee, ich sehe sonst keins mehr. Gar nichts mehr? Okay. Nee. Ja, du hast tatsächlich alle mit. Es sind wirklich alle da. So. Jetzt schauen wir mal, ob du das kannst. Liebe Eva, ich spreche dich jetzt an. Mal schauen, ob du es kannst. Eva, Ja. brauche jetzt dich bitte kurz. Meinst du, kannst das? Ich probiere es jetzt einfach mal mit dir. Weil dein Trauma müssen wir auch auflösen. Ich kann jetzt mit dem Rapaz weitermachen und wir bringen ihn jetzt zur Stein und du gehst nochmal zu der Stelle zurück. Oder ich mache es mit dir jetzt gleich. Nee, der steht da jetzt, das ist okay. Der schaut. Der schaut. Okay. So, dann darfst du jetzt bitte nochmal dahin gehen, wo du abgestiegen bist oder absteigen wolltest. Ich weiß ja nicht, ob du dann hinterher hingeflogen bist. Ja, er hat mich aus dem Sattel geschleudert. Genau. Und wo siehst du da einen Film, der jetzt immer gleich abläuft, während er dich geschleudert hat, während du hingefallen bist? Was läuft immer gleich ab? Diese Bewegung läuft gleich ab. Dieses Okay. Umdrehen und dass ich rausfall und ja, am Boden Okay. lande, am Kopf lande und dann eigentlich sofort ihn davonlaufe, also wild davon galoppieren sehe. Das ist das, Stopp. was immer da ist. Mach hier bitte auch sofort einen Stopp. Stopp. Richtig fest. Stopp. Stopp. Ja. Haben wir jetzt auch ein Standbild?
Jetzt hänge ich so ein bisschen, ja, also ich bin noch nicht am Boden gelandet und ich bin auch nicht mehr im Sattel. Okay, dann mach's jetzt mal anders. Wir schreiben das Ganze jetzt um. Und zwar, du stellst dir jetzt mal bitte vor, dass du ganz normal aus dem Sattel steigen kannst, bis du am Boden bist, und dann erst rennt er davon. Und dann machst du den Stopp, bitte. Okay. Es reicht deine Vorstellung, um diesen klitzekleinen Moment umzuschreiben. Okay, stopp. Okay, ich stehe. Genau, wunderbar, du stehst. Das ist jetzt ganz wichtig. Du liegst nicht, du stehst. Ich stehe. So, jetzt darfst du dich bitte nochmal umschauen und mal schauen, ob da jüngere Evas irgendwo sind. Und die sind da mit Sicherheit. Das kann auch sein, dass die jetzt irgendwo liegen, dass sie sich versteckt haben, dass sie sich klein gemacht haben, dass sie irgendwo zusammengekauert sind. Also einfach mal die Gegend absuchen. Und da hocken welche in den Bäumen. Oh, die sind klein aufgeklettert. Jetzt machen wir es genauso wie beim Pferd. Jetzt gehst du bitte mal ganz vorsichtig hin und redest erstmal mit ihnen und sagst denen bitte: Hey, ich bin's. Hallo, ich bin's. Ich bin da, um euch nach Hause zu holen. Ich bin da, um euch nach Hause zu holen. Und ihr dürft gern von den Bäumen runterkommen. Ihr dürft gern von den Bäumen runterkommen und ihr dürft gern auch hinter den Bäumen herkommen. Ah, was passiert? Die einen kraxeln runter und die anderen, ja, welche lugen noch hinter den Bäumen hervor? Aber jetzt, glaube ich, setzen sie sich alle in Bewegung. Sind irgendwelche noch geschockt, also dass sie so glasige Augen haben eventuell? Oh, das sehe ich gar nicht so genau. Okay. Also, du hast mir gerade gesagt, sie klettern von den Bäumen herunter und sie kommen her. Also, das heißt, die bewegen sich normal, richtig? Ja. Okay. Ich flute es jetzt trotzdem alle mit allen Farben, Frequenzen, Schwingungen und Möglichkeiten und mit allem, was es braucht, damit alle deine Anteile dich erkennen können, sehen können und tatsächlich auch erst einmal zu dir kommen dürfen. Schau mal, was passiert. Die kommen alle her. Super. Und dann bitte ich dich jetzt mal, wenn das möglich ist, umarmt euch mal alle. Macht mal richtiges Gruppenkuscheln. Ja, bitte. Und dann atmet mal gegenseitig die ganze Liebe ein, die ihr für euch habt. Das ist total wichtig, dass du denen zeigst, hey, ihr gehört zu mir. Ich mag euch total gern. Und ich lasse jetzt mal meine ganze Liebe in euch fließen. Ein bisschen schwierig, die sind so klein. Das macht nichts. Stell dir einfach vor, die passen alle in dich rein. Das geht. Stell es dir einfach vor, das reicht. Nimm deine Fantasie zu Hilfe. Krabbeln alle an mir hoch. Oh, ja, wo sind sie dann jetzt? Also ich bin ja so am Boden gehockt, weil die ja so klein waren. Und jetzt sitzen sie ja alle so ein bisschen so auf meinem Schoß. Ja, dann mach's genauso, wie wenn du ein kleines Kind auf deinem Schoß hättest. Normalerweise hat man es auf dem Schoß, hat es im Arm, wiegt es und gibt einfach nur die Liebe weiter über dein Herz, über dein Herzchakra, und die merken das. Und dann atme du mal die ganze Liebe ein und atme auch für deine ganzen Anteile die Liebe ein. Ganz tief einatmen. Und ich flute euch noch einmal mit allen Farben, Frequenzen, Schwingungen und Möglichkeiten. Mit allem, was es braucht, damit die Liebe zwischen euch wieder fließen kann, dass deine Anteile in dir integriert werden können, dass alles geklärt und geheilt wird. Ja, jetzt sind sie in mir. Oh, in dich reingekrabbelt? Weg. Also, sie sind nicht mehr draußen. Okay. So, jetzt schauen wir aber da bitte auch nochmal, ob sich noch irgendwo
welche Anteile versteckt haben. Kannst du noch irgendwo was entdecken? Nee. Okay. Dann sag mir doch mal bitte, wie du dich jetzt fühlst. Ziemlich erleichtert. Ach, wunderbar. Und dann gehen wir jetzt mal bitte zu deinem Pferd Rapus. Er wartet ja immer noch auf dich. Der steht da. Genau. Kannst Schaut. du mal mir sagen, vielleicht, wie er sich jetzt fühlt? Der ist ein bisschen ungläubig. Ja, es ist eine komplett neue Situation. Es ist etwas ganz, ganz Neues wieder. Also der, als ob er ja dem Frieden noch nicht ganz trauen würde. Also er, der schaut so ein bisschen, ja. Skeptisch. Bitte? Skeptisch. Ja, eher ein bisschen skeptisch. Und ist so ein, also der ist noch ein bisschen also angespannt. Der, also ich glaube jetzt nicht, dass er gleich losrennen würde, aber er ist schon so ein bisschen zappelig. Okay, jetzt bitte ich dich mal, also dich einfach mal ganz tief einzuatmen, dich neben ihn hinzustellen, eine Hand auf seine Flanke zu legen, also auf der Seite, wo du gerade stehst, und atme mal ganz tief und ruhig ein, damit sich deine Ruhe auf ihn überträgt. Und ich flute euch beide dabei noch einmal mit allen Farben, Frequenzen, Schwingungen und Möglichkeiten, mit allem, was es braucht, damit das, was an Rest, Schock, Erlebnis, Erinnerung noch da ist, geklärt, geheilt und gewandelt werden darf, damit alles zu 100% in euch integriert werden darf und dass ihr beide somit mehr Lebensqualität bekommt. Schau mal, was passiert. Er schaut her, also er schaut ja, auf mich und die Hand. Und also das Ungläubige ist noch nicht ganz weg, aber er ist auf alle Fälle wesentlich ruhiger jetzt. Ja, du, das macht auch nichts. Das Ganze dauert tatsächlich eine Weile, bis sich das komplett in seinem Körper integriert hat. Okay. Weil diese Anteile waren jetzt auch 2 Jahre weg. Ja. Und bis das alles in seinem Körper drin ist, das dauert tatsächlich ein bisschen. Aber ich flute euch jetzt noch einmal mit allen Farben, Frequenzen, Schwingungen und Möglichkeiten, damit die Hoffnung, der Glaube, die Liebe, die Wärme, der Mut, die Kraft, die Selbstsicherheit wieder ganz zu 100% in ihm integriert werden darf und auch in dir. Besser. Ja. Und jetzt schaut mal bitte noch einmal dahin, wo diese Schocksituation war. Ist die noch vorhanden? Hat die sich entfernt? Es hängt einfach nur im Ballon Genau, ja, und richtig. kein Monster. Genau. Das darf ja auch sein. Ja. Eine ganz normale Situation, wie sie immer wieder irgendwo vorkommen könnte. Ist jetzt, sage ich mal, im Wald nach wie vor nicht geläufig, aber also ich bin mir sicher, ich könnte jetzt absteigen und ihm das zeigen. Genau. Ich glaube nicht, dass er, nee, also er, ich glaube nicht mehr, dass er umdrehen würde. Nee, das würde er nicht mehr tun. Ich merke ihn auch, also er ist wirklich, ja, so ein ganz kleines bisschen so Unglauben. Ja. Aber ich glaube, ich kann dir vertrauen. Du weißt tatsächlich, wo du mich hinführst und was du tust. Also es ist so, als ob er sagen würde, das Ding gehört da nicht hin, aber es ist jetzt mal da und ja, also für ihn ist schon ganz klar, das gehört da nicht hin. Das, also das merke ich schon ganz klar. Aber er ist jetzt nicht mehr panisch, sondern er ist jetzt so, okay, in Gottes Namen, ich glaube nicht, dass ich vorbeireiten könnte, das glaube ich tatsächlich nicht. Aber ich könnte ihn hinführen. Das könnte ich jetzt tun.
Möchtet ihr hingehen und euch das einfach mal anschauen? Ja, das kann man machen. Ja. Ja. Okay, dann geht ihr jetzt mal hin und ich flute euch beide mit allen Farben, Frequenzen, Schwingungen und Möglichkeiten, mit allem, was es jetzt noch braucht, damit ihr den Mut habt, die Kraft habt, dahin zu gehen und wirklich einfach nur zum Sehen, da hängt ein Ballon. Dieser Ballon macht niemandem was. Der hängt einfach nur da. Siehst du ihn, wie er schaut? Etwas komisch, aber ja, genau, da hängt halt was, was normalerweise nicht da hängen sollte. So. Genau. Also wenn du ihn kennen würdest, dann würdest du dieses Gesicht kennen. So. Großartig. Aber es passieren halt leider im Leben immer wieder Sachen, Ja, mit denen man absolut nicht rechnet. so ist es. Und das war tatsächlich nicht zu rechnen. Er hat ihn jetzt angestupst. Der hat sich jetzt auch noch be be bewegt. Aber okay, also er schaut ihn Schön. mit großen Augen an. Aber ja, ich kann ihn jetzt auch bewegen. Und ja, es ist okay. Super. Großartig. Ja. Jetzt bitte ich dich, geh mal wieder Stückchen zurück mit ihm, Okay. wenn das für dich in Ordnung ist und für ihn. Ja, ich würde ihn mir jetzt mal umdrehen, weil das kann natürlich schon, wenn das jetzt nochmal wackelt. Nee, aber es ist. Ja, es ist okay. Also, er ist. Also man merkt schon, dass er noch ein bisschen angespannt ist, aber es ist okay. Das Ding hängt jetzt da. Ich weiß jetzt nicht, was er tun würde, wenn es sich bewegen würde, aber er ist jetzt soweit okay, dass man ihn wegführen kann. Ja. Genau, und das reicht. Es reicht doch erstmal. Es reicht Ja. wirklich. Weil allein schon dieses Trauma auflösen ist wirklich etwas, was mit dem Organismus, also mit dem ganzen System auch etwas macht. Und dann nochmal hinzugehen, damit er es tatsächlich sehen kann und sich so relativ normal verhält, ist eh mega klasse. Darum überreizen wir das Ganze nicht. Wir gehen jetzt bitte Nee. zurück. So. Und du schaust jetzt mal, braucht es für euch beide noch etwas? Nee, also würde ich jetzt nichts, also für diese Situation braucht es jetzt tatsächlich nichts mehr. Gut, dann führen wir ihn jetzt bitte wieder in den Stall zurück, in seine sichere Box. Wenn du dort angekommen bist, dann darfst du mir das sagen. Steht wieder So, drin. genau, dann gehen wir jetzt wieder in die Pyramide. In unseren Ausgangspunkt. Und wenn du in der Pyramide bist, darfst du mir das sagen oder soll ich dich mit hochziehen? Bitte nehme ich mit. Okay. Also, ich nehme dich jetzt wieder mit in die Pyramide. Stell dir vor, du bist magnetisch, ich nehme dich an der Hand und wir beide uns zieht's wieder nach oben in die Pyramide. Und jetzt haben wir Boden unter den Füßen. Ja. Darfst du es bitte erstmal bleiben? Dann atme ich jetzt mal bitte tief in deinen Körper ein. Und ich löse mich jetzt energetisch von dir. Zieh meine Lichtfühler aus dir zurück. Lass alle Energie, die mir gehört, die dir gehört, bei dir. Hol alles zurück, was mir gehört. Du darfst deine Lichtfühler auch aus mir zurückziehen. Lösch alles bei mir, was mir gehört. Nimm alles zurück, was dir gehört. Und alles, was sich heute schon in deinem Energiefeld gewandelt hat, verankern wir tief. Und ich setze die Absicht, dich in der für dich perfekten Schwingungsebene zu verankern. Und dann darfst du noch ein, zwei tiefe Atemzüge nehmen, dich langsam wieder aus dem Körper deines Pferdes lösen. Du hast dich vorher in ihn einsinken lassen. Jetzt darfst du dich wieder aus seinem Rücken herausbegeben.
Mach das auch mit so vielen tiefen Atemzügen, wie du für dich brauchst. Und wenn du wieder ganz im Hier und Jetzt angekommen bist, dann darfst du bitte deine Augen öffnen. Okay. Wie fühlst du dich? Bisschen wackelig. Aber nee, gut. Beweg dich mal ein bisschen, beweg mal deinen ganzen Körper, du mal deine Hände, Füße strecken, damit du da wirklich richtig merkst, dass du in deinem Körper bist. Wenn du merkst, du bist jetzt noch nicht ganz angekommen, dann darfst du jetzt mal bitte aufstehen, dich zweimal um dich selber drehen und auch so eine Art Trennstrich machen, deinen ganzen Körper runter. Soll ich euch mitnehmen dazu, oder? Ja, nee, mach's einfach mal. Stell dich mal einfach hin, dreh dich mal zweimal links um dich selber. Und dann mach mal von oben nach unten wirklich einen riesen Trennstrich. Ja, und ganz fest. Ja, genau, genau so. Wunderbar. Ja, schüttel dich. Genau. Wunderbar. Besser? Ja. Super. So, Hausaufgabe. Du darfst dich auf das Positive ausrichten. Wie es bei dir weitergeht, wie es mit Ragnar weitergeht. Und dann darfst du auch gern der Stefanie berichten, weil wir sehen uns, glaube ich, in ein paar Wochen sowieso. Wir sind sowieso in Kontakt regelmäßig. Das ist nicht das Thema. Trinke auch bitte viel Wasser, Ja. damit die Energien auch fließen und das, was sich jetzt gelöst hat, auch weitergehen darf, weißt du, damit das alles schön im Fluss bleibt. Ja, das ist Okay. ganz wichtig. Und ja, Hausaufgabe. Einfach beobachten, ohne Erwartung. Beobachte, was sich jetzt positiv verändert. Das ist ja jetzt, es wird jetzt nicht sein wie mit dem Fingerschnippen, oder? Wird jetzt nicht. Nicht, das ist deine Begrenzung. Okay. Weißt du, ich weiß, du Nee, bist. nur wegen der Erwartungen. Also meinte ich. Ja, Also. das, was ich meine, ist einfach beobachten. Okay. Nichts erwarten, nichts erzwingen wollen oder, ne, einfach beobachten. Und dann Alles klar. schreibst du dir mal am besten stichwortartig alles, was dir positiv einfällt, was sich jetzt verändert, was sich jetzt tut. Weil wir wissen alle, wir vergessen alles schnell. Auch die super tollsten Dinge, wo wir sagen so, oh, das werde ich nie vergessen, weil das so genial ist. Doch, das passiert und zwar sehr schnell. Ja, kannst du dich daran erinnern, was du gestern Mittag gegessen hast? Ich nicht. Das geht wirklich sehr schnell. So, und das habt ihr super genial gemacht. Das ist total klasse. Vor allem Großartig. Vielen das. Dank. Sehr Richtig gerne. hardcore für Manuela, weil du bist Skeptikerin ohne Ende. Dein Zweifler und dein Denker sind so groß, aber du hast das super gemacht und Manuela hat dich so richtig genial geführt. Das ist der absolute Hammer. So, und jetzt lese ich euch was vor, was jemand hier, Maike, hat geschrieben in den Kommentaren. Wow, ich habe parallel dazu meine Angst, dass meine Maus mal über den Zaun springt und wieder die Hühner besucht, versucht, mein Trauma zu lösen. Es hat super geklappt. Wow, Manuela, vielen Dank und auch dir, Stefanie, natürlich für die Möglichkeit. Also ihr merkt, ihr könnt hier, wir haben ein paar Zuschauer jetzt. Macht mit, geht mit uns, geht mit Manuelas Geschichte und passt das auf euch und auf euer Tier an. Natürlich funktioniert das auch. Wir sind ein Feld. Das ist dieses Feld der unendlichen Möglichkeiten, dieses morphogenetische Feld, wo wir alle verbunden sind. Deswegen funktioniert das auch. Nutzt das aus, macht mit. Das ist so genial. Und das Schöne ist, auf dieser Ebene, wo wir jetzt arbeiten, wo Manuela und Eva waren, da kann nichts Negatives passieren. Es ist ein beschützter Raum. Das ist so ein Heilungsraum, ja. Und wenn die einzige Nebenwirkung, die sein kann, ist, dass nichts passiert, weil es nicht sein darf. Also es kann euch nichts passieren. Macht mit. Das ist total spannend. Großartig. Vielen, vielen Dank. Also, Ja, sehr gerne. wenn wir da wieder, und wenn es nur die Hälfte an Länge der Ausritte ist, dann bin ich schon total glücklich. Hör auf!
Schon total glücklich. Streich den letzten Satz. Freu dich einfach. Es hat sich jetzt was gelöst und du wirst es in der Materie in 3D, in unserer Realität feststellen. Da bin ich hundertprozentig sicher. Ja? Aber du berichtest. Wir sehen uns Ja, eine unbedingt. Woche. Und du berichtest hoffentlich weiter Ja. von vielen schönen Ausritten. Eva, ich Dankeschön. Vielen jetzt Dank. mal los. Sehr Vielen gerne. Dank. Ich Danke. danke dir, dass du den Mut hattest, da mitzumachen. Das finde ich total schön. Vielen, vielen Dank, dass wir auch die Möglichkeit hatten, das zu zeigen. Und ja, viel trinken, beobachten, nichts erwarten. Ich danke dir, Eva. Bis Dankeschön, schönen Abend. Danke. Ciao, dann. Manuela. Ciao. Ciao.